ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Hallöchen, heute spielen wir eine Map, die heißt The Parkour Defron 200 Plus. Also es soll 200 Level plus Bonus Level anscheinend geben, das werden wir uns anschauen. Es soll XP für den Season Pass geben, wir werden uns anschauen, wie hoch, ob es sich rendiert, ob es Easter Eggs gibt, Bonus XP natürlich, ob es für die wenn es Easter Eggs gibt, ob es dafür auch noch XP gibt, ob es für die Spielzeit XP gibt, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen wegen den XP oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist, ob sich die Level wiederholen oder nicht, ob sie farmfroh ist oder nicht. Die Minimap oben sagt mir gerade, naja, farmfroh ist eher nicht gegeben. Das Schachbrettmuster ist langweilig, sorry, meine Meinung. Aber XP-Belohnungen werden groß angeteasert, links an der Seite. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten und wir werden es uns einfach mal anschauen. Okay, Secret Gnomes. Es gibt also 6 Secrets. Finish the Parcours 50 Mal, willst du mich verarschen? Alter, da muss es aber eine Mille XP Minimum geben. Für jedes Mal spielen tatsächlich. Also, boah, nee. So, ich höre eine Kiste, okay. Wir starten einfach mal. 366 EP für diesen Checkpoint. 366. Sprinten ist aktiv. Okay, das ist nice. Dann ist Klettern auch an. Wenn das mit den 366 EP so bleibt, oha, dann lohnt sich die Map alle Male. Alter, wie viel? Ich habe 8 Checkpoints und ich habe jetzt schon über 2000 EP erhalten. Was? Mann. Apropos, hier ist Secrets und so. Hier unten war jetzt mal nichts versteckt. Hier ist... Ach, guck mal an. So sind die Secrets. Okay. Interessant. Es bleibt auf jeden Fall bis jetzt gleich mit den Leveln. Tricksen kann man hier nicht, dass man an der Wand lang rennt. Oder auf der Wand. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Bis jetzt macht die Map Spaß. Also das ist mal was... Oha. Das kennt man so eigentlich gar nicht. Hallo? So. Ziemlich verkackt. Ey, Mann, ich soll da... Ach, hier. Okay, das ist geil. Ja, sowas kennt man aus anderen Maps, nur dass es immer nur ein Block ist. Ich feiere die Map, weil die 2 Blöcke breit ist, tatsächlich. Also das feiere ich gerade richtig hart. Ich feiere tatsächlich auch die XP-Verteilung. Also, oha, also bei 200 Leveln, das ist, oha. Das sind 36.000, wenn es jetzt so bleibt, wären das 36.000.
Das wären 72.000 EP allein. Das ist ein komplettes Level ab, wenn man es so nimmt. Ist das ein Secret? Nee. Ich achte gar nicht mehr auf die Secrets, bekomme ich mit. Aber ich feiere das Design der Map tatsächlich gerade. Das feiere ich gerade richtig, richtig hart. So, kein Secret. Wieder nichts. Schön. Ich feiere das. Das sieht richtig geil aus. Mit dem Lavaboden, das ist tatsächlich mal wieder was ganz anderes. Nein, nicht so weit! Nein, ich bin zu weit geflogen! Warum? Eivor, nein! Okay, ich muss es testen. Man darf hier tricksen, okay, oder man kann tricksen, das sollte bestimmt nicht der Fall sein. Würde ich bei der Map Wow! Bei der Map würde ich das beglückwünschen, dass man da oben nicht drüber klettern kann. Aber wow, was war das? Ich habe das gar nicht gesehen, dass da ein Zeug aus dem Boden kommt. Das war mal eine Überraschung. Och komm, ich wollte mich hochklettern, hochziehen. Ich wollte mich hochklettern. Eik. Kannst du nicht mehr reden, ne? Oh, 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 la, 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 la. Ich vermisse aber... Part 2? Cool. Gibt es jetzt pro Part ein Secret? Da ist doch ein Boden drinne. Ist da ein Secret? Da ist ein Secret! Ha! Gefunden! Du kleine Scheißerle. Aber zwei Secrets. XP gab es jetzt, glaube ich, nicht für das Secret. Ist ehrlich gesagt aber auch egal, weil... 366 EP, hallo? Was will man mehr? Jetzt sogar noch mehr XP! Also, ihr könnt gewiss sein, es gibt... Es gibt mindestens ein Level Up auf dieser Map. Also bis jetzt kann ich sie nur weiterempfehlen. Und wir sind gerade bei Level 36. Entschuldigung, mein Hals kratzt. Ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Für jeden, der sich beschwert, Schmerzgeräusche beim Trinken, mecker, 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 schalte ab. So, an alle anderen, wir werden uns die Map weiter gönnen. Alter, ich feiere das. Ich feiere diese XP-Verteilung. Ich feiere den Aufbau der Map tatsächlich. Ah, okay, okay, okay. Aber das schafft man doch auch so. Wow. Ich muss jetzt mal ganz scharf nachdenken. Das ist jetzt Part 2. Gibt es pro Part ein... Secret, also so ein Gnomi. Weil wenn ja, dann bräuchte ich jetzt gar nicht weiter gucken. Wow, wow, war das knapp.
Alter. Okay, hier bin ich jetzt mal extrem vorsichtig. Geschafft. Sollte das so sein? Leute, das ist so. Ist ja cool. Das hat der mit Absicht so gemacht. Also, boah, ich feiere die Map gerade so hart. Das ist nicht mehr normal. Hä, warum habe ich hier gerade... Warum? Ist hier irgendwas? Wow. Ui, geil. Okay, jetzt ist der Lavaboden weg. Warum auch immer, man weiß es nicht. Aber wenn das ein extra Raum sein soll, er sieht auf jeden Fall nice aus. Kann ich hier... Ah, das geht auch, okay. Okay, jetzt ist Abwechslung. Lava ist vorbei, jetzt ist roter Boden, der uns halt alle macht. XP-Verteilung ist immer noch babamäßig. Ach hier. Oh, nicht gesehen. Nein! Och man, der beliebteste Spot für Fallen und ich fall drauf rein. Oh nein, ich hasse Deckenfallen. Warum? Warum müsst ihr sowas einbauen? Warum? Die Map hat mir so viel Spaß gemacht. Warum jetzt diesen? Aber hier ist Abwechslung gegeben. Ich kann mich nicht über diese Map beschweren, tatsächlich. Die ist so geil. Secret habe ich jetzt noch kein Ziel gefunden. Oh, habe ich nicht geschafft. Wir sind bei 60 Leveln erstmal. Ich habe jetzt schon Bock, dass die Map noch 1000 Level weitergeht. Hier ist einfach Abwechslung gegeben. Part 3 mittlerweile. Okay, Lava ist immer noch nicht vorhanden. Laut Minimap dürfte das ja auch nicht so groß sein. Okay, hier muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht ein Secret übersieht. Aber hier war tatsächlich kein Secret. Wow, Alter. Mach nicht diesen. Das ist lebensgefährlich. Oder wenn es hier ein Secret versteckt wäre, das wäre nicht so schön. Aber hier ist keins. Alter, ich feiere diese Map so hart. Hier ist ab. Hier wurde. Eiklatt sprechen. Hier wurde Abwechslung mal groß geschrieben. So muss es sein, genau. Hä? Ach so. Lol. Also, hier wurde Abwechslung groß geschrieben. Und das ist so ein richtig geiles Ding. Schafft man den Sprung überhaupt da drauf? Ja. Das ist geil. Das ist hier einfach nur geil. Aber man sieht, hier gibt es tatsächlich eine Hilfe.
Man sollte es aber auch schaffen zu springen. Aber ich würde gerne die Falle einmal auslösen. Nein, zu weit. Oh. Das war knapp. Ich feiere die Map. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich feiere die Map. Die ist richtig geil. Ah, da sehe ich schon was. Secret. Das dritte. Wie viel gibt's? Achte. Das sagt ja alles. Da ist, haben wir noch was vor uns. Da haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Oh, scheiße. Alter, war das knapp. Ich habe das einfach nicht kommen sehen. Okay, sowas kennen wir halt auch aus anderen Maps. Aber hier, ich muss es sagen, hier feiere ich das. Weil die Map einfach geil ist. Oh, Entschuldigung. Das war der Kaffee. Und ja, ich würde immer wieder ins Mikro rülpsen. Warum? VoiceCon. Hier dürfte eigentlich gar kein Secret mehr versteckt sein. Hui, geschafft! Okay, wäre jetzt hier eine Seitenfalle gewesen. Boah. Kann es sein, dass der Map-Entwickler mich kennt? Au! Weil er weiß, ich kürze gerne ab und hat jetzt da oben eine Falle hingesetzt. Das ist fies, aber auch wieder zugleich richtig genial gemacht. Oh, ja gut. Ich kürze ab, wo es nur geht. Es tut mir leid, aber das macht halt immer wieder Spaß. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen, auch wenn die so richtig auffällig da oben ist. Nein! Oh, Schwein gehabt. Schon wieder Bounce. Oh, Mann. Okay, ich mag sowas. Ich mag sowas. Das sah für mich aber gerade so richtig wie ein Kacksprung aus. Okay, Part 4. Schachbrettmuster-Map, sage ich jetzt einfach mal. Okay, die bouncen kein... Hier kriegt man ein bisschen Augenkrebs. Weil es ist, zumindest bei mir auf dem Monitor, sehr, sehr hell. Ich weiß, auf YouTube kommt es wieder ein bisschen dunkler an, als es normalerweise ist. Aber es ist wirklich sehr hell. Aber nichtsdestotrotz, die Map macht immer noch Fun, weil einfach wieder reine Abwechslung. Hier ist pure Abwechslung am Start. Das ist so geil. Sowas erwartet man von einer 200-Level-Map. Und nichts an... Dares, das sehe ich jetzt zuerst. Abwechslung pur. Ich würde die Map tatsächlich noch ein paar Mal spielen. Zumal einmal die XP-Verteilung auch. Es lohnt sich tatsächlich bei dieser Map. Mhm. Ich brauche einen Schluck Kaffee. So. Da haben wir den Bruch geschafft. Wow. Ich habe die Befürchtung, wir vergessen hier irgendwie ein Secret. Ich will das nicht vergessen. Ich will das unbedingt mitnehmen auf dieser Map. Das ist... Ah, zum Mäusemelken.
Ich will das Secret, was hier versteckt ist. Okay. Also dieses Weiße kann ihn ganz schön verwirren. Das auch. Aber eher das Weiße verwirrt einen. Das auch. Ja, aber eher das Weiße verwirrt einen. Das auch, aber eher das Weiße verwirrt einen. Sorry. Aber weil das ist nämlich so ein übelstes, cleanes Doktorweiß. Das ist ja verwirrend. Da. Ja, das verwirrt halt manchmal. Bei einigen Sprüngen. Oh, Secret. Das vierte, wie viel gab's? Ey, wir sind gerade mal bei Was? Wir sind gerade mal bei Level 117. Ah, okay. Aber die XP-Verteilung, ganz ehrlich, spielt die Map. Ihr habt easy ein Level drinne. Hallo? So. Okay. Nein, hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Ich bin aber gerade sehr langsam unterwegs. Wow. Oh oh. Oh oh. Oh, man schafft ihn. Oh, geil. Da hat er mitgedacht. Das ist nice. 17.000 nochmal extra für 10 Minuten Spielzeit. Also, Fazit nach 126 Leveln. Ich spiele die Map auf jeden Fall durch. Fazit nach 126, 27 Leveln. Spielt die Map. Die ist geil, sie rendiert sich, Abwechslung ist gegeben und das, hier wiederholt sich kein einziges Level. Hier wiederholt sich gar nichts. Spielt die Map unbedingt. Dann wisst ihr, was es bedeutet, eine abwechslungsreiche Jump'n'Run-Map zu spielen. Wow, okay. Was? Wieso sind da umfallen? Das ist fies. Miau, bong, klatsch. Geschafft. Moment. Okay. Rutscht man hier? Nö. Geschafft. Na, diesen schräg vertraue ich nicht. Da werden gerne mal Pfeile drunter versteckt. Nein, nein, nein! Ich dachte, man schafft das zum dritten hinter. Dann machen wir einfach mal diesen hier. Oh nein! Ich mag das nicht mit Decken fallen. Warum müsst ihr mir das antun? Was hat der Ike euch getan, dass ihr hier über den Deckenfall verstecken müsst? Mhm. Hä? Was? Wow, da muss man hier am Rand... Oh, okay. Ich hoffe, da war kein Secret versteckt.
Weil wenn doch ist das jetzt so scheiße gelaufen. Nein, nein, warum springe ich zur Seite? Warum mache ich diesen? Nein, 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 ich will das nicht knutschen. Nein, 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 ich hab's geschafft. Das war knapp. Ui, ich hab's geschafft. Sag mal, ich drück rutschen anstatt sprinten. Hä? Warum mache ich denn diesen? Das war mal voll fies gerade. Aber wiederum geil. Ah, okay. Warte mal. War das Secret? Ich hoffe nicht. Part 6. Wie viele Secrets haben wir jetzt eigentlich insgesamt gesammelt? Weiß das einer? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Hallo? Ich bin hängen geblieben. Was mache ich? Hä? Warum mache ich denn diesen? So, aber jetzt. Geschafft. Alter, was? Wow! Hey, wie soll man das schaffen? Hey, man. Hä? Okay. Aber. Hä? Jetzt mal ernsthaft. Wie? Ich hab die Map bis gerade eben noch in höchsten Tönen gelobt. Alter, willst du mich jetzt ganz verarschen? Oh, drei Kröte. Checkpoint, Checkpoint. Nice. Okay, wenn man das nicht weiß, dass man so richtig hart am Rand lenken muss, ist das schon ein bisschen scheiße und ja, ein Teil zum Aufregen von der Map. Aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Hatten wir sowas schon mal auf der Map? Ich glaube noch nicht, oder? Naja. Dieser eine Dingsdorte mit dem, was war gerade wirklich was zum Aufregen, muss ich ehrlich sein.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil wenn man einmal weiß, wie man da so sich verhalten muss, dann passt das. Nein! Ich hätte es ahnen müssen. Diese Sprünge hier sind auch sehr beliebt mit den Dingern. Ach du, ach du! Geil! Okay, so eine schrägen Sprünge mit den Bounce-Dingern mag ich auch nicht wirklich. Zumindest nicht, wenn ich sie nicht First Try schaffe. Hab's geschafft. jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ist jetzt Secret versteckt gewesen? Ich hoffe mal nicht. Ich würde mich gern alle mitnehmen wollen. Aber auch nichts versteckt. Okay. Das ist wieder geil, wenn er... Ey! Wenn er da so einen kleinen Schummelweg mit eingebaut hat. Das ist... Hallo... Ich brauche einen Schokari. So. Jetzt schaffe ich es aber. Na, ich habe es doch gesagt. Kaffee regelt. Was jetzt richtig geil wäre, ist, wenn die Dinger sich auflösen würden so nach und nach, dass sie so unsichtbar werden. Und wenn die komplett transparent sind, dann, dass man einfach durchfällt. Das wäre richtig geil. Tschüss. Warte mal, da kann man hoch. Da geht's rein. Da drin ist hundertprozentig ein Secret versteckt. Wie kommt man da rein? Da oben. Ich wusste es. Da ist das sechste Secret. Ach, Shitterino. Oh Gott. Hier muss man wieder richtig hart abschätzen, wo man landen muss. Wenn man einfach die Hitbox nicht sieht. Genau deswegen. Die Hitbox ist nicht quadratisch, die ist oval. Ne, was? Was mach ich denn? Ich reg mich über die Sprünge nicht auf. Das ist gerade mein eigenes Verschulden, aber... Nein, nein, nein! Och, meine Fräse noch eins. Hohoho, das war knapp. Oh, Checkpoint einsammeln, danke. Was? Warte mal, was? Stimmt sogar fast. Da oben ist meine. Da, Deutschland. Okay, ich feier den seine Map richtig, richtig hart. Wow, einfach wow, die hat richtig Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen? Abwechslung ist von Anfang an gegeben auf der Map. Nichts, was sich wiederholt in 200 Level rein. Gar nichts. Abwechslung pur.
Kultur. XP-Verteilung, Baba. Einfach wow. Bonus-XP für Spielzeit, wow. Map-Design, wow. Also, boah, die hat Spaß gemacht. Ich kann die Map nur weiterempfehlen. Map-Code in der Videobeschreibung. Spielt die Map. Habt Spaß mit dieser Map. Ich werde die Map noch ein paar Mal spielen. Aber nicht alleine. Mit meinen Kindern zusammen. Mit Darko zusammen. Eventuell, wenn er Bock hat. Und ich feiere diese Map. Wenn der Map-Creator dieses Video sehen sollte, schick mir mal noch ein paar Codes von deinen Maps, wenn du noch welche hast, die genauso geil sind. Dann nehme ich die sofort auf. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.